Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Rome 2 Total War. Heute ist das 16.8. Verzeihung. Für diejenigen, die wieder wissen wollen, wann die Folge aufgenommen ist, damit ihr keinen Zeitverzug habt. Und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe den Diebster dabei. Herzlich willkommen. Hey, ja, ja. Hallo. Diebster ist selbst Let's Player. Ja, genau. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Qualitativ sehr gut, sehr schöne Let's Plays, auch Spiele, die man sonst nicht findet. Genau. Also ähnliche Nischenspiele wie ich das hab. Ja, Rome 2 ist voll die Nische, kennt keiner. Ja, Rome 2 jetzt weniger, aber zum Beispiel Loki hatte, als ich es Let's Played habe, keine Sau gekannt. Oder Checker hatte kein Mensch gekannt. Siedler, ja, den Namen kennt jeder, aber die Spiele kennt kaum einer. Ja. Bei mir kennt nicht mal jemand die Namen wahrscheinlich, bei vielen Spielen, die ich mache. Nein, ich habe da so ein bisschen reingeschaut. Von denen, die aktuell laufen, kenne ich vom Namen her zumindest, ich glaube Star Trek ist das laufen, oder? Ich habe das irgendwas. Ich hab jetzt keine Notizen, aber ich. Können die auch selbst was erzählen. Aber es ist zumindest was, was ich kenne vom Namen her. Also ich kenne das Spiel zwar auch nicht, aber ich kenne es vom Namen. Ist aber auch eine Mod für ein anderes Spiel gewesen, glaube ich. Ja. Genau. Für ein bekannteres, ja, genau. Ja, und wir haben jetzt, für euch ist es jetzt eine Woche, für uns ist es jetzt 90 Minuten. Also auch vorproduziert. Genau. Also ich nehme immer 90 Minuten auf. Das sind bei normalen Projekten, unter Anführungszeichen, 6 Folgen. Das sind 2 Wochen. Ja. Und bei Rome nehme ich 30 Minuten Folgen, weil Total War in 15 Minuten kriegt man nichts mit. Deswegen 30 Minuten Folgen und das nehme ich halt jede Woche auf. Ja, das gibt es bei manchen Spielen, das stimmt. Manche schafft man nicht hin, dass die Folge schon vorbei, bevor überhaupt was passiert ist, ja, kenne ich genau. So gut. Und das ist halt bei Rome mit dem ganzen Aufwand immer so irre bescheuert, weil. Du kommst, also generell bei Total War, du kommst halt in 15 Minuten wirklich nicht weiter. Entweder du baust dir gerade irgendwo eine Armee auf, oder du baust eine Siedlung nach, oder du schickst halt irgendwo deine Truppen hin. Aber wenn es zu einer Schlacht kommt oder so, hast du sowieso keine Chance, weil in 15 Minuten kriegst du den nie durch. Das ist eine Schlacht in Total War, ist halt auf bis zu 60 Minuten ausgelegt und das ist mit 15 Minuten Folgen Katastrophe. Ja, ja gut, ich selbst hab Total War selbst. Ja, mein erstes Teil damit mal gespielt. Shogun war das. Das erste Shogun. Ja. Das ist aber auch episch, also. Und da hab ich in die Echtzeitschlachten irgendwie nie so auf Reihe gekriegt, habe ich irgendwie Grünzeugs automatisch berechnen lassen. Damals war das Berechnen noch relativ scheiße, da brauchtest du noch relativ viel Überhand. Ja. Also. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, das bin ich nie so warm geworden, seitdem man mit der Reihe irgendwie, ne? Naja, es wurde mit der Zeit komplex besser. Teilweise. Es wurde mit der Zeit besser und Shogun 2 war ja wirklich so, okay, jetzt ist die Wiedergeburt da quasi. Jetzt gibt's Komfortfunktionen, jetzt gibt's wirklich sinnvolle Berechnungen, wo du nicht einfach nur stumpfe Überzahl brauchst, sondern wo es auch darauf ankommt, wie erfahren sind die Soldaten. Und zum Beispiel, wenn die viele Reiter dabei haben, wie viele Speerträger hast du dabei, dann hast du natürlich auch einen Vorteil. Das heißt, da wurde es zum ersten Mal richtig nach ordentlichen Maßen berechnet. Das fand ich schon ganz cool. Ja, sicherlich. Besser zu spielen dann auch, klar. Aber es ist halt. Ich bezeichne es immer gern als Rundenstrategie für Fortgeschrittene. Es ist zwar komplexer als jetzt zum Beispiel ein. Battle Isle oder so, aber es ist halt noch nicht so komplex wie in Europa Universalis. Ja, die haben wir auch angetan, ja. Die sind so, ja. Oder Absolute Power, das war ja auch so ein schweres Stück Strategiefleisch. Ja, da muss man sich wirklich reinarbeiten, solche Spiele, absolut. Ja. Ich habe einen Kollegen, mit dem spiele ich gerade Europa Universalis 4, ich bereue es. Also.
Ich spiele an sich gerne Strategie, aber momentan habe ich so ein bisschen die Schnauze voll, weil ich halt, gut, das wie in anderen Projekten auch schon gesagt und jetzt auch in meinen Gamescom-Videos, die jetzt davor schon kamen, ich habe momentan die Schnauze voll von Strategie, ich kann es nicht mehr sehen. Es läuft jetzt seit anderthalb Jahren fast nur noch Strategie hier und irgendwann brennt man ab. Ja. Braucht man wirklich Abwechslung ab und zu, das stimmt. Wobei das ja wie gesagt auf meinem Kanal, wir hatten ja vorher schon kurz uns unterhalten jetzt auch, auf meinem Kanal ist das immer irgendwie so, ja es verschiebt sich, aber als Zuschauer wisst ihr, dass es wahrscheinlich jetzt. Vor anderthalb Jahren zum Beispiel liefen relativ gut Strategiespiele oder vor zwei Jahren, aber war schon vor zweieinhalb oder drei Jahren, weiß ich gar nicht mehr. Hatten auch Rennspiele mal so eine starke Phase, also es dreht sich ja quer durch die Bank. Ja. Macht es natürlich einerseits angenehmer fürs Let's Playen, aber wenn es dann jetzt, so wie jetzt gerade, rein Strategiespielen sich zubaut, ja. Ja. Ja, das mit dem Stream, das kenne ich auch ein bisschen. Weil ich bin auch in so ein paar Jahren schon dabei. Ich weiß auch, das gab auch mal so eine Phase, da gab es eigentlich nur Shooter auf meinem Kanal. Dann wieder was anderes, jetzt und auch relativ viele Rollenspiele im Vergleich. Oder halt, ja, also Taktik-Rollenspiele. Mhm. Habe ich auch eins gerade. Ist so wie ein bisschen schubweise irgendwie, ne? Es kommt dann. Irgendwann kommt hier auch wieder was anderes, wie es sich halt so halt ergibt eigentlich. Einfach. Ja, also Projekten. Ich bin jetzt schon 4,5 Jahre dabei. Mittlerweile habe ich sie. Und habe relativ oft die Community abstimmen lassen und bin damit nicht erst einmal eingefahren, aber ich dachte mir, okay, so viele andere Let's Player bestimmen beinahe selbst, was sie zocken. Und ich höre halt wirklich auf die Community, gebe halt immer wieder mehrfache Auswahlen. Und dann gibt es zum Beispiel so Votings wie für Paraworld, das ich auch sehr gerne gespielt habe. Da hatte es irgendwie 31 Stimmen für Paraworld gegeben, was an meiner damaligen Abozahl gemessen verdammt viel war, weil vor allem viele auf meinem Blog gar nicht kannten, auf dem ich abstimmen habe lassen. Und die View-Zahlen waren eine Katastrophe. Ab der fünften Folge oder so hatte ich immer nur so 6-7 Aufrufe. Also, wie das mit der Abstimmung abgelaufen ist, weiß ich nicht. Entweder kannten alle das Spiel nicht, weil es ja auch so ein Nischenspiel ist, oder waren sie vom Spiel enttäuscht, ich habe keine Ahnung, aber Paraworld war halt im Prinzip StarCraft in Dino-Zeit. Ich kenne das. Ich kenne das Spiel. Ja, es hat sich auch nicht so gut verkauft. Wurde überall gelobt, dass es das Spiel ist, hat doch keiner gekauft. Deswegen ist der Entwickler ja auch insolvent gegangen, später. Genau. Ähnliches Phänomen ist das ja dann mit der Abstimmung, ne? Im Grunde. Jeder will es irgendwie dann haben, jeder erwartet das und dann will es keiner haben, sinngemäß. Genau, also es wird gewünscht und im Endeffekt hat es dann keiner gewollt. Ja. Paraworld hat ja wirklich gute Wertungen bekommen. Ich glaube, das war immer so über 85 sogar oder so. Also es war richtig gut bewertet. Und vor allem das mit dem Einheiten-Commander auf der linken Seite, mit dem Aufsteigen lassen in den verschiedenen Rängen. Mhm. Das war episch. Die Titaneinheiten, die Helden sowieso, ist klar. Einfach nur genial, aber ja, es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Ja, irgendwie wollte es dann keiner kaufen. Keine Ahnung warum. Weiß ich auch nicht. Nee, also ich habe ein bisschen ein einziges Mal eine Abstimmung gemacht und die war, naja, bei mir quasi voll aus dem Debakel, hat mich keiner wirklich abgestimmt überhaupt. Die konnten eigentlich Vorschläge erst bringen überhaupt, die konnten auch vorschlagen, was sie halt sehen wollten. Okay. War irgendwie so keiner dran beteiligt eigentlich. Deswegen habe ich es einmal gemacht und ja, muss sagen, quasi immer nicht mehr. Das ist so eine Sache mit der Community-Beteiligung. Jetzt zum Beispiel auch, ich habe einen Haufen Spiel, also jetzt, als ich Rome 2 gestartet habe wieder, weil ich habe es ja vorher schon mal Let's Play mit Rome. Da wurde es aber relativ schnell, sag ich jetzt mal,
langweilig. Da habe ich gesagt, 20 Folgen oder so wieder abgesetzt, weil es hat kein Mensch geschaut. Und ja, ich habe lange überlegt dann, wirklich, ich bin da wirklich den ganzen Nachmittag oder so dabei gesessen. Und habe dann gesagt, okay, ich lasse gut sein, ich werde Rome absetzen, und dann wurde es eben wieder gewählt, und bei der Abstimmung waren Haufen Spiele dabei. Da war ein Risen dabei, da war Runaway dabei. Was war noch alles dabei? Da war Command & Conquer auch dabei, das war noch vorher. Und Rome ging relativ gut mit den Zahlen raus. Und da habe ich auch zum ersten Mal so gesagt, okay, ich versuch's nochmal. Und die View-Zahlen von Rome sind bis heute auch sehr gut. Also, da ist wieder funktioniert. Aber es ist halt irgendwie interessant, wie stark das manchmal variiert. Das ist. Ja. Keine Ahnung. Das Zuschauerverhalten ist allgemein ein bisschen seltsam manchmal. Ja, nicht nur manchmal, sagen wir es, wie es ist. Ja, nun eigentlich immer. Das stimmt schon. Also nichts gegen unsere Zuschauer jetzt, aber manches Mal, klar, es stimmen nicht immer alle ab, die dann im Endeffekt auch dabei sind, das weiß ich auch. Ja. Aber es gibt halt auch so Momente, wo ich mir denke, wieso wurde das jetzt so abgestimmt? Also wo ich mir dann wirklich denke, das kann jetzt eigentlich theoretisch so nicht sein. Aber ja, es muss halt das auch geben anscheinend. Ja. Ja. Was Ja. soll man dazu sagen, eigentlich, Das war jetzt großartig? so ein Totschlagargument, glaube ich. Das war jetzt leider schlecht aufgelegt von mir. Ja. Aber unter den Haken zu schlagen, ich habe ja auch immer so ein E-Sport-lastiges Spiel dabei. Lange Zeit war es jetzt League of Legends, das habe ich jetzt aber auch abgesetzt, mehr oder weniger, weil zu wenig geschaut. Ja, machen zu viele Verständlich. andere. Ja, Machen, ja. es ist einfach zu viel. Ja. Und bin jetzt auf Hearthstone übergegangen, vor allem weil es im deutschsprachigen Bereich kaum welche gibt. Also es gibt schon ein paar große, die es machen und so, aber die machen es halt auch mehr, weil es halt spannend ist und nicht um wirklich besser zu werden oder eben erfolgreich zu spielen oder also erfolgreich unter Anführungszeichen in der internen Ladder einfach hochzuklettern. Und muss sagen, dass diese Projekte dann auch immer relativ gut ankommen. Wobei da auch natürlich wieder die Sache ist, lässt man sowas abstimmen oder macht man sowas, wenn man selbst gerade den Ansporn dazu hat? Bei mir jetzt zum Beispiel war es so, ich hatte selbst den Ansporn Ja. dazu, ich will's zocken, ich Ja. will's unbedingt mitnehmen als Projekt. Ja, kann man es ja selbst machen. Genau. Also ich weiß ja nicht, wie suchst du denn die Projekte für diese Wahlen denn aus? Lässt du die auch Community vorschlagen Votings. oder sagst du, also lässt du Also auch vorschlagen oder was? teilweise nehme ich Vorschläge, die ich so in den Kommentaren kriege, wo da wirklich ab und zu, also ich kriege nicht viele Kommentare, ich habe zwei, drei Leute dabei, die ständig kommentieren unter fast jedes Video. Und ich habe halt einen Haufen Leute dabei, die ab und zu mal irgendwie kommentieren. Und da kommen ab und zu Vorschläge, ich soll doch mal das und das Spiel let's playen. Die kommen dazu, aber ich möchte das auch immer mit Spielen, die ich selbst gerade Bock habe zu let's playen. Ich steppe zum Beispiel seit Ewigkeiten mit mir mit, ich möchte Risen let's playen. Das war, ich glaube, bei den letzten fünf Abstimmungen dabei oder so. Will aber keiner sehen. Will aber keiner sehen, genau. Ja. Das ist zum Beispiel was, dass ich jetzt in Zukunft, also sobald ich jetzt irgendwo einen Sendeplatz frei habe, garantiert auf eigene Faust starten werde, weil ich habe wirklich die ganze Zeit über diesen Drang mehr oder weniger, dass ich das Let's Playen möchte. Ja, sollte man so machen. Und dadurch, dass es eben von der Community so mehr oder weniger, ne, eher weniger, habe ich es bis jetzt eben gelassen, aber es ist halt wirklich ein Projekt, das ich unbedingt machen möchte, weil Risen, du wirst es wahrscheinlich kennen.
Zumindest ja, vom, klar, vom. Klar. Okay. Sag mir was, klar. Es ist halt einfach ein episches Rollenspiel. Es ist genial von vorne bis hinten. Also, klar, es hatte auch am Anfang viele Bugs, wie Gothic 3 auch, der Vorgänger, aber es hat halt auch sehr viele schöne Aspekte. Und irgendwie dachte ich mir, ja, bitte. Jetzt sieh ruhig. Und irgendwie dachte ich mir halt, das wäre es doch eigentlich, das würde ich gerne im Kanal haben. Auch wenn es natürlich ein gewisser großer Let's Player mit G so derb tot gespielt hat, dass es einfach keiner mehr sehen will. Aber ich denke mir, es wäre es eigentlich wert, das auf dem Kanal zu haben, einfach schon, weil das Spiel selbst episch ist. Ja, ich bin auch der Meinung, man sollte einfach das spielen, worauf man Lust hat. Wenn so hinterher keiner guckt, ja. Ich meine, man macht ja auch Let's Plays, weil man Spaß dran hat. Genau. Unbedingt, weil vielleicht welche zusehen unbedingt. Ich meine, wenn man bei mir auf dem Kanal guckt, die meisten Videos haben 1-2 Views, wenn überhaupt. Ja. Ja, immer also, trotzdem weiter, ne? Ich kenne das Problem. Also, bei mir ist es ja auch nicht viel anders. Ich habe, wie gesagt, so eine gewisse Stammzuschauerschaft. Das merke ich auch an den Kommentaren, wie gesagt, weil die relativ viel kommentieren. Ja. Aber dann die Variablen, Zuschauer mehr oder weniger. Ich habe sehr viele Zuschauer momentan, die nicht mal ein Abo abgeschlossen haben, die einfach so immer wieder reinschauen. Und was meinem Kanal natürlich auch gerade einen gewissen Dämpfer gibt, ist, mein Hauptprojekt war oder hat sich etabliert, Anno generell, also die ganze Anno-Serie. Mhm. Und momentan läuft halt außer 14.04 keins, weil ich 15.03 und 16.02, da brauche ich wieder spezielle Aufnahmeprogramme, weil das mit Fraps und der X-Story nicht funktioniert. 17.01 habe ich durch, 14.04 die zweite Staffel mittlerweile und 20.70 habe ich momentan, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr wenig Bock drauf. Ja, bald kommt wieder Neues. Boah, ich habe vielleicht noch mehr Lust dazu, eigentlich. Naja, ich habe auf 2070 deswegen keinen Bock, weil im Gegensatz zu 14.04 ist es wirklich. Oh, schöner Regen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Es ist bei 2070 wirklich so, dass du, wenn du irgendwann mal in der höchsten Stufe bist, nicht wirklich mehr was machen kannst. Du kannst zwar noch erforschen, was aufs Zufallsprinzip basiert und deswegen eigentlich dich ewig halten kann, weil wenn du Pech hast und immer wieder dasselbe erforscht, bringst dir halt nichts. Also du spielst ein Endlosspiel oder was? Genau, also die Kampagne war... Die Kampagne nicht, ja was? Die Kampagne war relativ schnell durch, das war ja nur ein Tutorial, mehr oder weniger. Ach so. Also das ist bei Anno ja der Kernaspekt, das Endlosspiel. Und die Szenarien natürlich, aber die hatten wir auch, zumindest die schaffbar waren, relativ schnell durch. Es gibt zwei Szenarien in 2070, die sind Hardcore, also da muss man sich wirklich reinhängen. Aber auch mit dem Addon dann, es gab auf der höchsten Stufe irgendwann diesen Punkt, an dem alles optimiert ist. Und obwohl es dieses Mal wesentlich länger dauert als in 14.04, oder auch in 17.01, wo es verdammt schnell ging. Man erreicht diesen Punkt. Und wenn es erst nach 100 Stunden statt 80 Stunden ist. Und dann ist das Spiel einfach auf Dauer öde. Man fängt dann vielleicht auch einen neuen Spielstand an und ist dann ein bisschen... Dann kannst du das Spiel beenden, nicht das Play. Genau, das haben, wir dann auch, das haben wir dann auch gemacht. Eigentlich kurz bevor wir unser Ziel erreicht haben, weil... es ist halt wirklich so, es schaut dann auch keiner mehr, weil dasselbe ist klar. Eben. Es ist eine Aktion, die sich ständig im Kreis dreht, mehr oder weniger. Und deswegen. Und bei 22.05 jetzt wird es halt jetzt einerseits einen Haufen neue Sachen geben. Das heißt, man springt von diesen alten, festgefahrenen Szenarien teilweise ab. Und man kriegt aber trotzdem dieses alte Anno-Feeling wieder rein. Also ich habe es angespielt jetzt in Köln, war irre lustig anzuspielen,
ich habe den Typen da echt Löcher in den Bauch gefragt, weil ich so viel neue Sachen halt gab und gleichzeitig so viel Altes wiedererkennbares. Und ja, also im Gegensatz zu 2070 habe ich auf das Spiel so richtig Motivation und Bock, weil ja, also es sticht halt einfach von allen anderen Annos raus und das ist halt genau das, was Anno momentan gefehlt hat, sag ich jetzt einfach mal. Ja, Anno, ich habe nur die ersten beiden Teile gespielt, ja, deswegen, weil ich überrascht, dass das Kampagne nur ein Tutorial ist. 16.02 und 15.03 war ja nämlich noch. Genau, da war das eine richtige Kampagne, genau. Ja, aber, deswegen. Aber also nach, also 15.03 war der erste und dann 16.02 und die hatten ja komplett andere Entwickler. Ich muss mal kurz das Fenster ganz zumachen, weil das klappt. Okay. So. Ja, ist ja gleich neben dem Schreibtisch von daher. Okay. Aber sie haben damals mit 17.01 ja Sunflowers und Blue Bytes fix mehr oder weniger engagiert. Und dieselben Leute arbeiten jetzt halt auch noch an 14.04 und 2070 und jetzt auch an 22.05 und die Kampagnen in diesen Spielen. Okay, in 1701 gab es da mit dem Addon eine große Kampagne. Die war auch wirklich sehr storylastig und schön zu spielen. Ja, und deswegen glaube ich, dass das als vollkommen altes Payoff ausreichen würde, ne, im Fall. Genau. Ja, 1701 habe ich zum Beispiel auch die Kampagne Let's Played, aber 2070 und 1404, da ist die Kampagne halt wirklich mehr oder weniger so ein Tutorial, wie komme ich in die höheren Zivilisationsstufen. Achso. Wie baue ich mir die ersten Siedlungen groß auf, worauf muss ich bei der Wirtschaft achten und so weiter. Und du kriegst halt auch wirklich die ganze Zeit diese Tipps. Das heißt, wenn du schon Annoholic bist, hast du den neuen Teil mit der Kampagne herzlich wenig Spaß. Weil im Endeffekt willst du es dann trotzdem selbst rausfinden, wie was funktioniert und wie was geht. Und das selbst irgendwie schon ein bisschen optimieren. Und das hast du halt in diesen Kampagnen definitiv nicht dabei. Das ist okay. In der Hinsicht ein Reinfall. Das war mir nicht bekannt. Es macht Spaß, weil es halt doch irgendwie die Story auch ein bisschen entwickelt. Meistens dahin, dass halt das Endlosspielen Sinn ergibt. Aber ja, so wirklich konkret, nö. Ja. Okay, mein. Da weiß ich auch Bescheid, was mich in Zukunft mal erwarten wird. Mal spielen mal. Hast du vor, das zu Let's Playen, oder? Ja, ich hab so viele auf meiner Liste stehen. Wer weiß. Ob das okay, das kenne ich, ja. Das kenne ich, ja. Ob das hier dran kommt, keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht. Na, also, sind eher gering. Anno ist eigentlich die Serie, die es mir also absolut angetan hat. Also. Ich habe in 1404, ich glaube 600 Stunden reingesteckt oder so. In 1701 fehlt garantiert auch nicht viel von 500 Stunden. Das habe ich damals noch nicht so lange gespielt. Und jetzt in 2070 werde ich auch, naja, von 600, 700 Stunden wird nichts abgehen. Boah. Ich habe drei oder vier Endlos-Spielstände komplett hochgezogen. Oh, ja. Hab das Let's Play mit nicht? Über 250 Folgen, also. Ja, so lange könnte ich so ein Spiel gar nicht spielen, glaube ich. Das wäre wahrscheinlich zu lange, halt, glaube ich. Also. Ja, klar, man wird dazwischen irgendwann bekloppt oder so, aber. das ist der Preis dafür. Ja, gut, aber wenn das halt die Zuschauer sehen wollen, na gut. Gut, alles davon ist natürlich nicht das Play, also. Und vor allem, Anno ist halt auch so ein Spiel, du setzt dich um 10 Uhr abends hin, denkst dir so, bis 11 spielst du noch und plötzlich ist es 4. Ja, das kann natürlich passieren. Das ist halt auch so ein. Spielen, ja. So ein kleines Problem an dem Spiel. Also Problem. Nicht wirklich, ja. Aber. Ja, das kennt man aus anderen Spielen auch. Nur noch eine Runde, ne? Ja, eins geht noch schnell. Ja, ja. Und dann sind wir doch noch 100 Runden oder so, ja. Ja, also, das ist dasselbe mit so ziemlich auch, allen. Ne?
Oder Civilization, dasselbe Prinzip. Ja. Bei Rom nicht auch so? Ja, auch, aber in Rome verlierst du dich nicht also nicht ganz so schnell. Also ich persönlich zumindest verliere mich in Shogun um einiges schneller. Also in Aber Shogun 2. gut. Ja gut, das ist auch Total War-Reihe. Ich meine, ich halt das als halt stellvertretend. Das war halt Wie gesagt, stellvertretend gemeint. das ist da irgendwo die Droge dafür, mehr oder weniger. Nein, aber es gibt halt dann auch so Momente in anderen Spielen, wo ich mir denke, okay, das hätte ich jetzt so in der Form eigentlich nicht gedacht, dass ich das nur so kurz spiele. Das war zum Beispiel bei mir Attila, also der ganz neueste Teil der Total War Serie. Das habe ich angespielt also ich habe es gekauft, weil ich dachte eigentlich, es wäre das Add-on für Rome, aber es ist ja dieses Mal ein Standalone gewesen. War Ja, trotzdem nicht allzu aber teuer. soll doch viel Aber besser sein. es soll angeblich viel besser sein, aber es macht auf Dauer keinen Spaß. Warum? Ja, ich habe es jetzt mit den Hunnen angespielt und die Hunnen haben ein recht komplexes Prinzip. Du hast keine Städte in dem Sinn, das heißt, du kannst die Städte nicht erobern, sondern nur zerstören. Und deine Soldaten sind gleichzeitig deine Städte. Du kannst sie aber entweder als Stadt betreiben oder als Soldaten. Das heißt, wenn du alle als Soldaten rumlaufen hast, hast du zwar keine Ausgaben, aber auch keine Einnahmen. Du kannst auch nichts rekrutieren und gar nichts. Du stehst einfach nur mit deinen Truppen da und kannst halt über irgendwas herfallen. Irgendwann wird dir das natürlich zu wenig, weil du sollst die ganze Europa zerstören als Hunnen. Dementsprechend baust du Städte. Und irgendwann stellst du fest, okay, entweder ich baue jetzt alle Städte auf, mehr oder weniger, also alle Zeltlager, oder ich baue alle weg, weil sobald du nur die aufbaust, in denen du produzierst, zum Beispiel, um halt einfach Truppen nachzupumpen, verlierst du so krass schnell Gold, dass du im Prinzip ja das nicht irgendwie ausgleichen kannst. Und wenn du nur die Erträge aufbaust, kannst du dich einerseits dumm und dämlich scheffeln, aber meistens sind das halt auch die effizienteren Armeen und ohne die kannst du nicht den Krieg ziehen. Das heißt, entweder du baust alles auf oder nix. Und wenn du alles aufgebaut hast und halt ein paar Runden Truppen rekrutierst und halt Gebäude weiter ausbaust oder halt weitere Zelte dazu baust, mehr oder weniger, dann bist du in dieser Zeit komplett schutzlos, weil deine Armee halt im Prinzip gerade eine Zeltstadt ist und keine kämpfende Armee. Und das nutzen halt die KI-Gegner schamlos aus. Du bist halt in der Okay. Zeit fast komplett schutzlos. Und auf Dauer macht es halt deswegen keinen Spaß, weil entweder du igelst dich mit deinen Truppen ein, die du von Anfang an hast und hoffst, dass es reicht, um ganz Europa zu plätten, was es aus Prinzip nie tut. Weil mit drei Nein. Armeen, die man am Anfang hat, kommst du nicht weit. Nee. Oder du suchst dir wirklich so irgendwo ganz versteckten, sicheren Ort, irgendwo, am besten in der Nähe von Schweden oder Finnland oben, wo du halt diese Ausläufer hast noch. Wo du wirklich deine ganzen Armeen pumpst und produzierst und keine Ahnung. Und von da aus wirklich alles niederläufst. Aber es ist halt alles nichts wirklich Forderndes, weil entweder du weißt halt, wie du es machst und das ist ein Kindergeburtstag, oder du baust Scheiße und verlierst. Also So. es ist halt kein wirklicher Spannungsbogen oder so drinnen. So. Und mit den Ja, war. anderen Völkern schaut es halt so aus. Entweder du pumpst schnell genug Truppen, was aufgrund des geringen Budgets am Anfang immer relativ schwierig ist. Außer du bist weit genug weg vom Osten, dann kommen die Hunnen erst natürlich relativ spät zu dir. Oder du wirst so gnadenlos von denen überrannt, dass du halt einfach auch keinen Spaß daran hast. Und auf Dauer Okay. fehlt mir ehrlich gesagt irgendwie die Motivation, das weiterzuspielen und weiterzuprobieren. Ich habe es, wie gesagt, mit drei Völkern angespielt. Hunnen, eine aus dem Norden und eine, die in der Gegend von Frankreich circa startet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Goten oder was? Keine Ahnung. Kann Keine sein, Ahnung. ich Oder weiß es gerade nicht. Gallier? Ich weiß es nicht. Ja, egal. Ich glaube aber Goten sind, glaube ich, ganz gut. Auf jeden Fall, ja, es macht halt auf Dauer keinen Spaß, weil es artet halt irgendwo auf Arbeit aus. Für mich persönlich, ich finde es nicht so toll. So.
Ja, weil bei Wurm 2 habe ich nur immer von Katastrophe gehört, von gelesen und Bugs und Ja, am ähnliches. Anfang war es wirklich schlimm, aber sie haben auch sehr viel Arbeit reingesteckt und das gepatcht. Und sie haben ja auch gratis quasi eine verbesserte Version für alle rausgehauen, die es gekauft haben. Diese Ja. Emperor Edition, wo du nochmal einen Ja. Haufen Dinge dazu bekommen hast. Und es gab einen Haufen Fraktionen gratis, die sie normalerweise als DLC rausgehauen hätten. Natürlich gibt es auch noch ein paar DLCs, aber sie haben auch ein paar Fraktionen eben dazu geschmissen.